Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Spiel, was ich gerne vorstellen möchte. Das ist schon ein bisschen länger raus. Es handelt sich um Escape the Pacific. Ein Spiel, wo es ums reine Überleben geht auf einer Insel und man entkommen muss von dieser Insel oder überleben muss, ehrlich gesagt. Vielen Dank an Gamers for Gamers. Die haben uns zwei Keys zur Verfügung gestellt für dieses Let's Play. Es wird aber kein Let's Play sein, was immer auf unseren YouTube-Kanal kommt, sondern wir werden Livestreams davon machen oder sonst was. Es gibt noch kein Multiplayer, muss ich dazu sagen. Wir fangen auf Wir machen auf Mittel auf jeden Fall spielen. Es gibt noch keinen Story-Modus, es gibt noch keinen Challenge. Das Einzige, was es gibt, ist die Dings hier, ne? So, hier können wir einstellen, ob wir trainiert sind, ob wir normal sind, so ein bisschen Dive. Da sieht man dann, wenn ich Athletic mache, ich kann gut schwimmen und rennen. Das ist schon mal ganz gut. Strong, stark, ne? Lazy, keine Ahnung. Ja, die sind ein bisschen dumm. Wir nehmen Athletic, weil ich glaube, athletisch sein ist schon ganz gut. Rainy, wir starten einfach mal das Spiel und schauen mal rein. Ich habe einmal ganz kurz schon mal angetestet, ob es läuft, das Spiel überhaupt. Und es lief. Und deshalb werden wir jetzt reinschauen, ob wir ein bisschen was machen können. Mal schauen. So, wir starten. Wir starten im Wasser. Hier müssen wir nämlich dann runterschwimmen. Und das ist unsere Insel. Eine kleine, sehr überschaubare Insel, muss man dazu sagen. Also keine großartig große Insel, in der wir viel machen müssen. Da können wir auf Tabular drücken und dann haben wir hier unser Menü mit Hand, Pocket, ja. Dann sehen wir Health, Hunger, Thirst, Tiredness, also Müdigkeit, Stamina, Ausdauer. Temperatur müssen wir drauf achten, ja. Dann haben wir ein Crafting-Menü, wo wir unterschiedliche Anfangsgegenstände finden. Hier auch nochmal Equip, Boats, da kann man dann Floß bauen und Recipe, zum Beispiel Fisch, Palmöl. So, wir werden uns auf jeden Fall zuallererst versuchen, eine Axt zu craften. Die liegt hier jetzt. Und dafür brauchen wir Axe Stone Shard. So, dafür nehmen wir uns mal einen Stein und ja. Wir müssen uns merken, dass hier Dingses liegt. Wir nehmen uns einen Stein. Und schauen uns mal hier auf der Insel um, wo wir eben einen Stein haben, wo wir mal rufkloppen können. So. If you want to survive, I need to get going craft hammer. Das geben wir jetzt mal. Ein Crafting Hammer, glaube ich, brauchen wir nicht. So, Axe. Place the crude Axe Blueprint. Pick a small stick. Achso, erstmal einen small stick picken. Mit Q können wir Sachen droppen. Da ist nämlich jetzt eine Anleitung daneben, dass wir so ein bisschen eingeführt werden in ein Spiel, wie man. Weil es ist nicht simpel, das Spiel. Es ist ein bisschen komplizierter, muss man dazu sagen. Aber ja. Das schaffen wir schon. Wir sind ja alte Survival-Überlebende. Survival-Hasen, würde ich mal auch schon sagen. Also, wenn wir nicht viel mit Survival-Spielen schon gemacht haben, oder ich jedenfalls, dann weiß ich auch nicht mehr. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt gucken, dass wir einen Stock finden, der hier irgendwo einen kleinen Stock. Hier ist auch schön mit diesem. Ja, mal, liegt hier kein Stock oder was? Hallo.
Gut, ich habe noch keinen Stock gefunden. Pick up small stick. Einen kleinen Stock. So, weil man kann nämlich so, wie bei anderen zum Beispiel, wo man mit der Hand auf das Holz schlägt und dann was sammelt, geht nicht. Ja, man muss hier Werkzeug machen, um es aufzusammeln, um Bäume zu fällen. So, aber ich finde jetzt hier gerade, ehrlich gesagt, kein Small Stick, würde ich sagen. Das ist ein Carving Rob. Ich weiß gar nicht, was das auf Englisch heißt. Carving Stone Rock, eher gesagt. Also dieses Carving, das weiß ich nicht, was das heißt. Ja, mal gibt's hier keinen. Ah, hier. Small Stick. Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder unsere Axt finden. Das ist halt ein bisschen doof, dass man jetzt... Wobei, es ist nicht doof. Das ist ja auch irgendwo realistisch zu sagen, man craftet die Sachen während die Seashell. Ah, guck mal. Eine Seeschelle. Auf jeden Fall, warte mal, hier ist die Insel, dann muss hier irgendwo... So, craft. So, jetzt... Ach so, warte mal, das wurde nicht erkannt. So, Crafting, Small X, hinlegen. Zack, pick up a small stick, rein, rein. Find a Hammerstone Shard. Hammerstone Shard. Dafür gehen wir jetzt mal mit dem Ding zu so einem Stein, das weiß ich nämlich. Den wir vorhin gesehen haben. So ein, ja, ne, so ein komisches Hammerstone Shard Ding. Ja, da sehe ich schon was. Ich glaube, den muss ich jetzt fallen lassen, weil ich jetzt hier ne Small Rock nicht. Hammerstone Shard. Da. So, gehen wir einmal wieder zurück zur Insel, wo die auch immer ist. Jetzt bin ich schon wieder so gelaufen, dass ich überhaupt nicht finde. Oder das nicht finde, wo ich rausgekommen bin. Hier. Boah, Alter, das ist immer so schwierig zu sehen auf der Erde da. Hit with a rock. Hammerstone Shard. Muss ich jetzt doch noch mal... Eggstone Shard. So, genau. Okay. Genau hingucken. So. Nein, finish by hitting blueprint with a hammer. Hab ich nicht. Ich hab keinen Hammer. Crafting primitive hammer. So. Ja, scheiße, ich hätte doch mal die Anleitung so machen müssen, wie sie gewollt ist. Ja gut, dann finde ich nochmal einen Stock, würde ich sagen. Weil was ich mal gucken kann, ich kann mir mal einen so einen Rock mitnehmen. Und dann nochmal auf so ein komisches Carvings-Rock-Dings was draufschlage. Da. So.
So, ich glaube, ich brauche den auf jeden Fall. Aber wir müssen ja noch einen... Wir müssen ja noch einen Stock jetzt finden. Und das ist jetzt wieder die Sache. Ich habe das Gefühl, die Stöcke selber liegen hier nicht unbedingt sonderlich luxuriös rum. Muss ich jetzt so einfach mal behaupten. Deshalb werden wir einfach mal gucken, dass wir irgendwie das jetzt schaffen. Die beiden Dinger doch fertigzustellen, ohne... Guck mal, da sind überall noch Inseln, wo man hinfahren kann. So, jetzt wollte ich mir aber mal eben... Mal gucken, ob ich irgendwie Stöcke irgendwo bekomme. Weil ich habe jetzt natürlich keinen Hammer. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich... Ich kann auf jeden Fall nicht... Noch nicht mit so einem Ding da drauf gehen. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte vielleicht, ja. Da kann ich jetzt ja hier Büsche. Nein. Das heißt, einen Stock finden. Aber mir jetzt ohne Spaß, wie lange muss ich denn hier rumlaufen? Um einen Stock zu finden. Finish by hitting with... Ah, das ist eine Kokosnuss, genau. Die ist grün, warte mal. Okay. Natürlich, wenn man kein Werkzeug hat, dann dauert das ungemein lange. Used to drink. Nice. Tschüss damit. So. Jetzt müssen wir einen Stock finden. Okay, hier ist ein nasser Stock. Ich weiß nicht, ob der uns irgendwie weiterbringt. Wir versuchen es einfach mal, würde ich sagen. Um einfach ein bisschen was hinzubekommen vielleicht, weil... Ja, wir haben jetzt noch nicht viel hinbekommen. Ich mache auf jeden Fall ein halbe Stunde Video, denke ich. Hiervon. Dann habt ihr einen kleinen Einblick und dann kann ich sagen, ob ich dann vielleicht... weitermache. Im Livestream oder so mal, wenn ihr Bock auf einen Livestream habt. In dem Spiel. Ich könnte mir das gut vorstellen, so, wenn ich mal keine Lust auf Minecraft oder sonst was habe. So. Small Carving. Hammerstone. So, und jetzt muss ich doch... So, und jetzt... Wie kann ich denn...
Ah, so. Jetzt gucken wir mal, das ist die Axt. Jetzt finden wir eine... Find a brown coconut. A brown coconut, ja? Eine braune Kokosnuss. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Muss ich ein Knife bauen? Primitive Knife, okay. Was brauche ich denn dafür? Knife Stone Shard. Small Stick. Hm. Warte mal, kriege ich hier Stöcke raus? Ja! So macht man Stöcke. Nice! Nice! Wo hab ich denn jetzt? Ich hab doch. Hit the coco, hit the cut coconut. Nein, au, warte mal, jetzt brauche ich das Knife. Weil jetzt ist da Fleisch, guck mal. So. Eat. Nice. Okay, so mal, man. Why not take a short trip and see what to find where around? Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. So. Why not take a short trip and see what's to find where that around is pointing? Okay. Einfach nur ein bisschen gucken. Oh, eine Insel. Oh, da hinten auch noch eine Insel. Nice. Woo. Ah, guck mal hier. Ne, die hat überlebt. Scheiß Teil. Okay, sehr schön. Was kann man denn noch bauen? Crafting. Zum Beispiel Campfly und Four, aber man kann auch sagen, ich möchte dahin. Okay, das ist nur ein Busch. Aha. Da, Schäffle. So, dann kann man sagen, gut, man haut jetzt hier unfassbar die Stöcke ab. Wollt ihr mich verarschen? Firesticks, guck mal da. Ah, krass, Alter. Das ist echt tricky. Würde ich sagen. Aber da muss man ja auch noch Feuer machen, ne?
Scheiße, wir sind auf einer Insel. Wie macht man denn Feuer? Egal. Das ist auf jeden Fall ein kleiner Einblick. Ich denke mal, ich werde davon auch mal was streamen. Könnte ich mir vorstellen. Von Escape the Pacific. Ziemlich interessant, sehr kompliziert. Deshalb denke ich mal, im Stream wäre das auch ganz schön. Vielleicht auch ein paar Folgen auf YouTube mal. Nochmal vielen Dank und ich muss es auf Englisch reden. Thank you for the keys an oder at Gamers for Gamers, die uns 2 Keys zur Verfügung gestellt haben für das Spiel hier. Das freut uns sehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.